Ich wünsche dir eine gute Reise zu deinem Vater. Danke, dass du für mich wie ein Vater bist. Das ist für dich. Dass du auch weiterhin Spaß verstehst. Und entschuldige, dass ich in deiner Kirche die scheiß Mütze auf hatte. Du hast mich mal versucht anzurufen aus dem Krankenhaus am 24. Am 25. Am 25. bin ich 46 geworden. Weißt du, ich habe ein neues Haus, zwei süße Katzen. Und ich war seit 2017, als Eberhard gestorben ist, in Berlin. Es tut mir leid. Keine Ahnung, ob du das da oben siehst. Ich habe dir was Hübsches mitgebracht, habe ich gemacht. Hab dabei an dich gedacht. Du hast nie geglaubt, dass Gottes Sohn ins Kreuz genagelt wurde, sondern dass er einfach für uns alle da ist. Und ich mache das morgen mit Pater Matthias fertig. Wir suchen ein schönes Stück Holz aus, das du geliebt hast, und dann bleibt es hier in Kolding-Münster als mein großes Dankeschön an dich. Ich wünsche es dir von Herzen. In Paradisum educant te angel. In tu adventu suscipiant te matures et per cante.
in Civitatem Sanctem Jerusalem. Amen. Und an alle anderen, ich bin ein paar Tage nicht da. Ich bin auch nicht am Telefon. Hier bei uns nennt man das Inklausur. Und ich hoffe, ihr habt Respekt. Yes.